Könnte mir jetzt gut vorstellen, dass sie Zoe bannen. Ja, aber dann bleibt ja nie wer offen, dann mache ich ja dasselbe in Hardcore. Salat kann lecker. Okay, wow. Ja, ist voll geil. Okay, dann Jetzt behalten habe wir ich die auch Bans Hunger. bei, ja? Dann bannen wir Jo. weiterhin Udyr, Graves, Gragas. Wen haben wir noch gebannt? Ist ja die Frage, ob wir. Achso. Wer wird jetzt gebannt? Diana, weil ich Zoe blind picken wollte, aber das brauchen wir jetzt nicht, weil ich auf R3 picke. Sind wir ready? Yep. Yes. Es kann Auch sein, nichts mehr. dass die uns Zoe wegpicken. Wie bist du da? Ja, ich bin da. Okay, was machen wir dann? Dann würde ich eigentlich ganz gerne für Anivia gehen, aber es ist wahrscheinlich banned. Ja, schau ich. Wahrscheinlich Vel'Koz, aber nicht ganz sicher. Hängt ein bisschen von Lineup ab. LeBlanc wäre auch juicy, aber ich glaube, Tim spielt keinen Early AD Jungler. Außer Doch. Lee. Ja, dann band den Ude. Udyr? Wollt ihr nochmal gegen den Olaf spielen? Diego. Ich fand den Olaf jetzt nicht so stark. Ja. Udyr. Band Fand den den Udyr auch Udyr. nicht so stark. Ja, mit Sonderteam kann es schon ein bisschen einfacher zu spielen dagegen. Also ich kann mich noch daran erinnern, nach dem ersten Game Kevin meintest Udyr du, bannen, ne? ja, nach dem ersten Game meintest du, ich kann nichts machen gegen Udyr. Ich mach kein Damage. Nee, es geht gegen Olaf. Ging es gerade. Nee, Olaf. Also, Udyr ach war so, nervig, okay. ja. Olaf fand ich jetzt Udyr ist nicht. hart Ja. gebannt. Ja, Olaf war nicht so krass, fand ich. Deswegen können wir offen lassen, ne? Udyr ist halt Olafen schnell. So, lass mal kurz überlegen, wenn die jetzt wieder für Seraphim gehen wegen Blue Side, ne? Dann spielen wir Heavy Bot Side und Bumm, sie hauen die weg, ja. kaputt, ne? Sehr gut. Also was? Ja, es hat jetzt Kragas wieder und dann haben wir noch einen Free. Können wir Okay. Viktor gehen, wenn ihr wollt. Ich fand die Karma jetzt auch echt nicht strong, to be honest. Aber ist eine Kamera auch nicht. Nee, ist halt einfach nur nervig auf der Lane. Das kann ich bestätigen. Was haben die denn eben noch gebannt da auf der 3? Was, Victor? Diana, ne? Naja, Aber wir haben Diana gebannt, brauchen wir was die nicht. gebannt haben. Achso. Ob irgendwas offen ist, was wir gerade vergessen, aber scheiß drauf. Ja, einfach Victor bannen. Ist Würde ich für vielleicht der callen. beste Bann. Ja. Victor. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, in welchen Matches man gegen Seraphine aktuell Pyro bekommt. Ich habe noch nicht so häufig genug dagegen gespielt. Ja, aber ich würde die einfach wegdiven. Ja, aber das geht ja nur eine Wave hast zum Backdive. Achso, ja, Jhin Leona hat doch höchstwahrscheinlich Pryo, ne? Also wir haben Weiß jetzt ich nicht. wieder, wir haben wieder mehrere Optionen, ne? Graves ist hier auch offen. Wir können aber eigentlich direkt mit Jhin answern und können dann gucken, dass wir einen Supporter mit dazu picken. Dann hätten wir ein gutes Matchup für Botzeit. Das Ding ist, dann picken wir Jungle, aber Second Nee, Rotation, weil auf Support R3 werde sollten ich wir picken. Counterping. Ja. Okay, dann pass auf, pickt jetzt Jhin und dann picken wir sowas wie Graves oder so. Oder was gibt's noch als Aber Blind Pick für Graves ist Jungle? nicht so geil für Dives, oder? Und jetzt Jungle Blind Pick. Keine Ahnung, ich kann Talia zocken. Aber da geht der Olaf. Ja. Wir brauchen schon einen guten Blind Pick hier. Kann Kha'Zix picken. Kha'Zix als Blind Pick finde ich auch nicht gut. Lilia. Lilia ist fein. Perfekt, red nicht weiter. Also. Nee, Lilia finde ich geil. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich kann mir vorstellen, dass die. Also, wenn die jetzt nicht Galio picken, würde ich gerne Zoe picken und dann Galio bannen. Galio wäre actually dann gegen uns sehr stark. Willst du dann eine Syndra und einen Galban oder? Ja, ich glaube schon. Aber nee, ich glaube, ich will Galio und Diana bannen. Okay. Ich kenne dieses Diana-Matchup nicht, aber es soll unplayable Ja. sein. Ich weiß nicht warum, aber ich will es jetzt auch nicht rausfinden. Ja, die müssen Supports bannen dann. Okay, also hättest du, ich sag mal, wird jetzt schwer zu diven, aber jetzt haben wir auf jeden Fall Prio. Wieso? Auf Level 2 kann man, also das ist kein Champion, ne? Wir können auch invaden. Wir Ja, können auf auch einen Level 1, Draft ja, machen. Early Game können wir durch, ich meine später nicht mehr. Nevermind, nevermind. Okidoki. Ich pick Zoe, ne? Pinky Zoe. Dann Diana bann und Galio bann. Das ist fein. Boah, Galio wäre actually Wir insane, picken ja. den Support hier, ja, und haben Last Pick Oh, auf Scheiße, Top. der hat gekleckert. Ja, der klingt auch bei dir wieder, als hättest du Krieg mit dem An Ashe. was für Ich habe Supporter auch denkst Krieg. du gerade? Galio ist nicht zufällig Ich? dabei, oder? Weil sonst müssen wir Nee. ja kein Galio bannen. Nicht so. Ich wäre eher für Braum. Braum Ja, Nautilus dann das anscheinend. Galio bannen. Leona ist auch noch. Obwohl, ja gut, gegen Leona XD, ne? Fresh ist gebannt. Ich glaube, wir haben nur Braum. Wie ist denn Braum, Block Braum Seraphine Ult? Nein. Nein? Durch. Glaube ich. Was? Nee, geht doch durch, oder? Geht durch.
Broken. Okay, ja. Lass mal gerade überlegen. Aber Braum ist halt schon eher wack für Dives, ne? Aber Braum ist gut gegen Nidalee auf jeden Fall. Mhm. Also wenn was ihr ist denn mit Flash... Nautilus? Wir können auch noch geil zu Dives. Ich glaube nicht, dass Nautilus hier gut ist, ehrlich gesagt. Okay. Ja, okay, okay. Gegen Leona wird auf jeden Fall für den Braum wäre es selber. Ja, dann wenn ihr habt schon recht. Ich bin nicht so der Braum-Fan, aber. Ich glaube, es ist auch schwer für Nidalee zu spielen, ehrlich gesagt. Ja, die können auch jetzt keine Ornn picken. Ja. Auch das ist ein Good Call, ja. Was haltet ihr denn davon, wenn man Seraphine mit Senna matcht und einfach dagegen scaled? Halte ich dir nichts. Ja. Seraphine ist insane. Vom Scaling, Senna ist genauso insane, oder nicht? Nee, ich glaube, nichts outscaled Seraphine aktuell. Die Item-Combo ist zu broken. Wie sieht es unser Guma Yussi? Ich habe Senna jetzt zweimal gespielt. Wir haben Ejin schon gepickt, ne? Eben. Also, weiß ich nicht. Danke, ich frage ja nur. Nione, shit. Okay, die spielen für das Mid-2v2. Wir müssen matchen, ja? Ja, wir ficken die. Ist auch wichtig, dass Braum ab und zu, wenn er resettet, erst Richtung Mid geht und für einen guten Reset sorgt oder so, ne? Einfach damit der Yone nicht ins Game kommt. Ja, die spielen Heavy. Die spielen Heavy Mid into Top. Gnar. Das heißt, wir haben wieder einen ähnlichen Draft wie vorhin. Wir spielen wieder Richtung Bot. Aber wichtig ist, dass ihr nicht so far behind fallt. Ja, die sollten wir einfach nicht auf Level 1. Das wäre nochmal ein Plan. Guckt, dass ihr den Shift für den Rift Herald wieder so called wie im letzten Game. Es war echt nice. Ansonsten versucht das Nidalee-Pathing rauszufinden und das zu callen. Ich glaube, das Einzige, was die hier machen können, ist das mit 2v2 zu spielen. Und auf Level 6 especially, ne? Weil die Yone haben mit Nidalee. Ansonsten spielen die eigentlich nur into Gnar. Also... Communicate einfach deine Wave oben und dann seid ihr eigentlich safe, oder? Jo. Alles so, klärchen. Cool. Alles klärchen. Dann redet noch über Primus und dann müsste Tim wissen, wo wir pathen kann. Ich habe ein starkes Matchup, also. Also ich hab ein sehr, sehr Snowball-heavy Matchup, was Yone nur spielen kann, wenn das Akku spielt. Das heißt, was ich super gerne hätte, ist quasi eine Seite halt mit Vision, um die ich herumspielen kann. Und dann, wenn ich merke, dass der Akku spielt, würde ich sehr coin Tim und dann können wir echt abfarmen. Okidoki. Sounds good. Yes. So, Aussagen. Wie sieht Botlane early aus? Stop. Ich glaube, early haben wir Pyro, aber es ist super schwer einzuschätzen. Ich habe das Matchup noch so in der Form noch nie gespielt. Aber ich glaube, wir haben Pyro. Hilfe, du weißt das doch garantiert. Sag doch was. Du weißt das doch garantiert besser. Nee. Also, das Matchup hatte ich bis jetzt auch noch nie gehabt. So, wen haben wir noch als Supporter auf der Liste? Also ich glaube, Early Level kann ich sie auf jeden Fall outpushen. Ich denke, wenn sie so mit so Level 3, 4 Q kriegst die Wave schon ziemlich gut reinge. Die kann du halt die Wave fast one-shot. Das ist halt so APC, wie gefühlt. Du kriegst ab Level 5 kannst du mit Seraphine die Caster mit Double Q und E one-shotten, ja. Aber du hast dann auch literally nichts mehr, ne? Ja. Also dann sind Trades halt Omega-free. Omega. Okay, bitte Aufstellung diesmal richtig, ne? Also... Nee. Lass mich mal hier unten hin, bitte. Dann gehe ich dann. Dann geht Sola Mitte. So. Oder Support, ja. Ist fein für mich. Hauptsache irgendwo. Irgendwer steht am Ende da, das wäre schön. Ich guck, ob ich die Dinger hier schieße. Ich gehe jetzt hier, oder was? Du gehst Mitte. Okay, du gehst Mitte. Bitte. Mitte steht man draußen, ne? Ja, das ist geil, das ist schön einfach. Denkst du? Ja, ich hab Cleanse. Die haben hier einen Speer reingeworfen, die wollen hier Early Ward setzen, I guess. Oh, Szene. Ja, gut, beruhigt euch. Guck mal hier. Ey, muss doch nicht sein. Ich biete denen hier so eine scheiß Show und jetzt werfen die einen Speer in mein Maul. Sag mal, wenn ich den von hier bubble, ne? Dann was? Jetzt resettet passiert da was? Aber nicht. Nee. Achso, Damage aber. Also ich habe dann keine Primary, ich glaube, es lohnt sich nicht. Nidalee ist dahinter, ne? Alter, wie viele Sperre denn noch? Als ob man davon getroffen wird, wenn man Hände hat. Die spielen Botlane. Wow. Was ist das, Tim? Ah, sneaky. Sneaky-beaky. Okay, Tim, aber da müssen wir drüber reden, ne? Hab ich. Ja, das auch, Jungs, da bin ich manchmal muted oder rede ich langsam? Also, ich habe es auch nicht gehört. Ich habe ganz am Anfang gesagt, Jungs, ich gucke, ob ich die Dinger hier cheesen kann. Nee, also ich habe nur gehört, dass du what the fuck? Covern möchtest. Ja, nee, du bist echt lauter reden. Eins von beiden. Die wissen das nicht, ne?
Ich würde das einfach als Tempo ausnutzen, also nicht irgendwo ganken. Ja, aber machst du Red to Red oder was? Niederlies hier. Die ist komplett fucked. Ja, machst du Red to Red jetzt oder? Weiß ich noch nicht. Wenn du mir hier wardest, ja. Ansonsten geht die halt in meinem. Ja, das kann ich machen. Das ist kein Problem. Bist du. Wir haben einen harte Private. Ja. Niederlies Golems wahrscheinlich. Ich geh mal kurz vorne. Nee, die will deinen Botzer Jungle wählen, oder? Ja, deswegen habe ich hier Vision. Wenn ihr. Die kann halt über Drake drüber pullen. Wenn ihr nett sein wollt, dann. Ich kann hier einmal schaffen und dann können wir. Das wäre schon echt greedy von der. Die hat eigentlich keine Prio. Also, das wäre eigentlich schon turbo toll, wenn die das macht. Ja, aber sonst musst du jetzt außenrum zu deinen Red gehen. Wir gehen kurz checken. Ja, Boost ab. Ich geh trotzdem mal One, Alter. Ja. Pushen unten rein jetzt. Wie wir das probieren. Ja, können wir gegen Edge hin? Nee. What? Ich hab meinen Minion verloren. Okay. Nidalee guckt, glaube ich, gleich nach Desperate Toplane Gang, Kevin. Yes. Die hat keine Cams. Yes. Ja. Die Jonas sind gerade in den River reingelaufen. Ja, wir haben jetzt gerade keine Prio. Hä, aber als. Achso, du hast Nidalee nicht richtig gesehen, ne? Weil die ist noch auf dem. Ich hab nur den Speer zum Red geworfen. Ah, okay. Du willst für Botside Krabbe gehen, right? Ich gehe für Botside Krabbe gerne, ja. Okay. Dann resetten wir jetzt die Wave. Das Midler-Matchup ist deutlich schlechter als ich dachte, also der wird doch Prio haben. Leona muss gerade aktuell. Wir machen aber auch, wir machen aber auch. Niederlee Desperate Topside Crab. Der ist halt fast dead. Ja, kann ich dir leider gar nicht wirklich helfen. Nö, ist fein. Leona könnte Mitte sein, careful. Wer könnte Mitte sein? Leona. Okay. Ja, ich muss bitte ein bisschen chillen. Sein E glänzt meine Bubble, das macht's ein bisschen unangenehm. Niederlee top, Niederlee top. Nass. Leona ist immer noch nass. Könnte jetzt mittlerweile auch wieder unten sein. Ja, kann sein, dass ich mich engagen will. Muss ich wieder auch noch schaffen hier. Leona, Niederlee ist hier oben. Vielleicht probieren sie auch zweimal Mitte. Leona ist da. Ja, wir müssen langfristig hier eine Wave zusammen rauspushen. Ich weiß noch nicht, ob wir das können, to be honest. Ich denke schon. Ich kann auch moven. Muss das Solar kurz unten aufpassen. Ja, ist fein. Oh, Niederlee hier, die hat hier einen Speer reingeworfen. Ja, wir können. Wir sind da. Ja, ich weiß noch nicht. Oh mein Gott. Leona moved gerade. Ja, ich glaube, ich nehme einfach einen Recall, sorry. Leona war hier. Einfach mein Bad. Ja, die hat den Camp. Guess einfach ein. 42 CS bei 5 ist schon okay. Ist so dumm, wie schnell sie die Wave pushen kann, Alter. Ich hab auch einmal gespielt, Autofill Botlane gegen Seraphine, das ist schon illegal, ey. Ja, ich hab die Champion jetzt viel Mitte gespielt, fühlt sich auch absolut boring an, aber ist halt trotzdem gut, ne? Okay, also Yona hat quasi jetzt eine halbes Level Advantage oder so. Ich denke, bei dir werden auf dem 6 von Yone sollten ja eigentlich irgendwo ein Play forcen. Ja. Ich weiß noch nicht genau. Die hat gleich probably enemy, enemy Golems gerade. I guess. Okay. Kriegen wir irgendwie Prio? Ja, ja, ich hab Prio. Ich komm mit. Ja, wir haben jetzt auch. Wir können hier unten, glaube ich. Können wir unten? Ihr habt keine Wave, ne? Check mal hier. Nee, Wave ist nicht da. Lass trotzdem gucken. Niederlee Topside, actually. Niederlee Topside. Ja, aber lass Bot durch. Okay. Die's ja, hart. Ich hab. Ja, ich flipp das. Warte mal. Track machen. Track Skatte. Ja, die ist low. Ja, also Midlane muss ich eigentlich wieder zu Wave. Und wir haben Yone. Ich glaube, ist zu risky. Da würde ich hier resetten. Kannst du mich mit zum Midlane begleiten? Yes. Händchen haltend. Wie raus, top. Ja, wenn wir denselben Play machen, oder? Das ist halt Botlane Firecoin. Ne? Ja, ja. Yona auch Miss, kann auch da sein. Also wir werden Bot keine Wave preparen können für Dives. Okay. Ja, aber trotzdem generell, also das war jetzt sehr random, dass wir da runter sind. Und ich kann das ja Firecoin. Ich glaube, ich gerade gewardet. No? Vielleicht habe ich aber auch gerade. Was wir halt machen können, ist, wir können halt um die Wave fighten. Und die halt out of position passen. Ja, die haben jetzt Push, wenn jetzt resetten. Leona ja, Mitte, Leona Mitte. Gehen, no? Ja, wir haben Tempo. Leona kann gerade Mitte gehen. Ich bin
könnte der. Tja. Ich kann ja nicht wirklich contesten. Die werden jetzt kommen, hier zum Break, ne? Ja, der Jone hat Mitte eh raus. Ja, lass mal hin gehen. Ja, Midlane können die für zwei Platings gehen. Hm. Was ich. Für Herald gehen. Ah, ich muss hier recorden, auf das keinen Sinn. Oder für mein Red, eins von beiden. Oder für ein Top Dive, maybe. Eins von dreien. Top ja. Dive, Top Dive, Top Dive. Wir moven. Google hin. Oh, ja. Oh, was war das für ein Bug-Scheiß? Ja, Leona ist echt da. Ich komm auch top. Ja, ne? Ja, ich trade ein bisschen mit, ja. Ich hab den Lily da getroffen in der Bubble. Nice. Ja, ich hab noch einen Flash. Ich würde oben eine Wave nehmen, kannst du Mitte? Jo. Wir können Herald nehmen, oder? Ja, safe Herald. Der hat auch kein DP, der reinleckt hat. Hat er nicht, geil. Nö. Kann ich mal kurz eine Wave farmen, ohne auf die Fresse zu kommen. Ich komme schnell aus der Base wieder raus. Wir brauchen euch hier, actually, glaube ich. Ich move. Oh mein Gott. Puh. Ich geb Base. Nice. Kannst du mir ein Dings noch? Gehst du wieder hoch? Ja, ich glaube, dass du früher. Ich bin gleich unten. Also, dass du früher wir mich aus der Lane da rausgehen, ist besser. Schönes Cleanse. Oh, schade. Ich würde gern, oh, guck mal hier oben. Guck mal hier. Lauf ja. Durch. Bin da. Den nehmen wir uns. Jone kann top natürlich moven, aber der braucht noch ein bisschen. Jone ist jetzt beim Herald quasi. Jone ist jetzt gleich bei euch. Jungs, Jone. Oh, schön. Wir können ihn, oder? Ich bin jetzt auch gleich da. Nice. Ich kann hier gleich vielleicht noch eine Bubble querschießen. Da ist auch noch ein Flash. Bot reset it. Nehmen wir das Tempo für Herald? Können wir machen, ja. Ja. Nee, du die Spot. Dann wegschiften, oder? Ja, ja, shiftet mal. Das ist actually insane. Ja, kann sein, dass er hier drin hockt. Ich hab keine Summons, wir sind schon da. Kann sein, dass der Renekton noch hinter uns hockt, ne? Mit der Wave. Ja, aber auf der nächsten Wave. Ich werde aber, glaube ich, eher Tops poppen, passt da mal auf. Ja, der war Mike, der war Mike. Ah, nieder bei mir. Oder? Ich muss auf jeden Fall Base, Jungs, ich hab gar nichts. Ich bin auch gut. Let's go. Hau noch den Bild schnell um. Das war später stellen, ne? Schön. Nice, good job. Schön gemacht. Das hat mich jetzt auch ein bisschen verwirrt. Ich ruf Mitte rein. Leona kommt von hier. Ja, ich bin Fan. Ich guck Mitte gleich nach einer Bubble, ne? Ja, Leona wird ja auch around sein. Leona ist hier, die hat noch keine Ulti. Ich hab einen Track, 9-10. Yes, nächster Objective Break. Ich hab Angst, dass ich Bot gedeffelt bin. Ich bin da bei dir. Kann ich nicht bleiben. Okay, ich hab auch TP ab. Wir haben halt hinter dir noch ein Ward. Ja, Leona ist Bot. Ja, guck mal, ob ihr vielleicht ein gutes Ward irgendwie setzen könnt. Hier oder auf der Lane, hier am besten. Jo, dabei. Also ich kann gerade nicht TP'en, aber... Aber wollen wir da was forcen? Ich weiß nicht. Nur wenn die was forcen. Gattel kommt dann eher den Boss. Gattel ist da, die werden wahrscheinlich schon dran sein. Also ja, der Jona hat noch... Auch hingemoved.
Der Jona hat noch nicht gerecallt, also gerade bin ich tatsächlich actually ähnlich strong. Oh, ich glaube, die haben. Jon war hier gerade unten. Die haben hier noch einen Ward. Jetzt nicht mehr. Kennst du, ich kann hier rüber zu euch kommen. Hier ist nichts, oder? Aber ist noch einer. Ah, hier auch pink, können wir gleich clearen. Wir pushen gerade Bot, ich muss Raven nehmen hier nochmal. Okay. Kannst du einfach Grump machen? Ja, wir machen Drake später. Ja, wir sind in der Lane, die kommen von hier gerade. Fang mal nicht Drake an, mach einfach nee, Grump und chill. Ja, gerade wäre auch schlechtes Timing für mich. Wann ist wieder gut? Wie lange dauert das? 15 Sekunden, 20 Sekunden. Okay. Das ist ja easy. Weil ich noch ein bisschen Rage habe. Ja, das ist mir aber. Ich gucke hier nach Nidalee für eine Bubble. Das sind sie alle, ne? Wir sind jetzt gerade Botlane nochmal rein. Jürgen moved auch. Können wir hier? Ja. Wie gesagt, ich kann mich noch nicht so gut. Chill, chill. Ulti, drauf. Bisschen geforced. Auto-Tag einfach. Nice. Nidalee. Hab ich CC'd? Jona? Kann ich denn keinen Ward haben, Alter? Keiner einen Ward? Da. Jona, keine Ult. Heftig, dass ich jetzt mal nie ein Ward habe. Ich hab Sweep. Ich hab den Call nicht gehört dafür, sorry. Ich hab kein Ward, Das ist halt crazy. Ja, die haben hier halt Pink. Bot wurde reingepusht. Ey, ich guck hier für Bubble, für Rank. Oh, guck mal hier. Ja, komm mal. Ach, ich Idiot, ey. Oh, das gefällt mir gerade alles gar nicht für mich, muss ich sagen. Kann ich verstehen. I don't know, es sind immer diese komischen. Drake ist noch ab, ne? Einfach ignoriert wird. Ja, Tim hat den Open denn gesehen, ne? Ich meine, ja, das war ja auch fein, wir hatten einfach nur kein TP-Board. Das hat das. Ja, nee, wir hatten auch keinen Mega-Nah halt. Deswegen, also. Ich sag das fünfmal. Ja. Und Jon Reset jetzt, ich würde ja auch einen Reset nehmen. Ja, können wir dich? Die für Bot geben, maybe. Ich hab zwei gegoldet, ich war noch nicht bis. Okay. Also Drake ist halt immer noch on the menu, ne? Wie gesagt, der Jon war auch noch nicht bis. Ich guck hier für Nidalee. Extrem, mein Clans verkackt. Der ist unter da gerade. Yes. Move aber. Ich hab gleich Ult wieder an. Wir haben eine huge Item Advantage, wenn ich jetzt da bin. Ja. Ich hab ein 20ers Ult. Oh, ich hab die Nidalee da. Jona, Wellington ist Mist, ne? Wellington ist nicht da. Wellington wird hier zu uns kommen. Wir sollten es nicht halten. Jona kein E. Jona half. Wir kriegen gerade top for free, ne? Solange ich bin. Yes. Lass Drake lieber droppen. Ich kann's wirklich machen. Ja, ist hier. Okay. Wir werden ihn jetzt starten, ich hab ihn 10 Ult. Ich kann da reinbowlen, ne? Also, ich werd halt hier gesohnt, ne? Ja. Ruf dazu? Nicht? Okay, dann nicht. Ja, ne, komm nicht rein. Okay. Wir müssen jetzt Botlane Wave annehmen, Jon war immer noch nicht base. Ich glaube, wir können jetzt Mitte Pressure maybe was machen. Nee. Also, es sei denn, du kommst halt höchst persönlich, aber. Ja, ich hab Bot Prio, ja. Harold kommt auch ab. Ja, aber die haben ja komplette Vision im Drake-Bereich, ne? Leona hier. Ich bin, glaube ich, RIP. Ja. Nicht, dass du das mit den Items einfach machen darf. Er ist zwei Level über mir, also ist völlig legitim. Nee, finde ich nicht. Können wir bitte was machen? Ich hab Ult ab. Ich triff jetzt näher. Leona? Noch zwei Auto-Attacks. Leona hat keine Ult, aber ist sehr strong. Ich hab dir. Nice. Alle beide. Ja. Ich move Bot. Ich will aus der Jona-Lane raus, ne? Der negiert mich komplett. Entweder wir spielen das halt in 4-1 oder wir spielen das in 1-3-1 und ich gehe einfach Side und wenn der Jona kommt, laufe ich wieder Mitte. Aber jede Minute, die ich da verbringe, kann ich halt nicht leben. Sehr, sehr anstrengend. Ja, dann müssen wir, wenn der Side. Der kann anti-Erich holen, auch gleich. Noch zu früh eigentlich. Auf meine Items. Ich glaube, wir können das echt einfach. Ja, wir müssen einfach solo aus der Botline rauskriegen, glaube ich. Ja, das geht ja mein Item trotzdem gemacht, aber. Scheiß drauf, ist auf Tim wär's strong zum Spreaden, I guess. Ich kann's machen, ja. Mach auch so viele wie geht. Ja, wir delayen damit halt unseren zweiten Power-Spec. Also ja, ich seh's. Aber das bringt ja viel. So, die Lädchen. Hier, ja. Ja, aber fertige Alben sind ja trotzdem stärker. Okay, lass bitte mal eher darüber reden, was wir machen. Das ist ja sowieso gut. Ja. Also, ne, lass lieber zu viert Mitte groupen. Oder zu dreieinhalb. Ja, die werden immer wieder versuchen, den in die Sidelane zu stecken. Ja, klar, aber das ist ja.
Guck mal hier Mitte. Ich könnte zu euch kommen. Also so aggro dürft ihr da halt eigentlich nicht stehen, ne? Wenn ich da bin, können wir die da easy punchen. Bowler. Oh ja, nimm. Ich hab hier Clans. Hier. Bin auch gleich da. Schöne Sidesteps. Könnt ihr die... Ah, ich wusste nicht, dass die Clans hat, sorry. Bad Call. Alles okay. Ich kann hier vielleicht bubbeln. Leona? Wer meint? Leona kommt gleich von hier links, ne? Pass auf. Ach, ich bin sowas von dumm. Doch vor wie Krieger, die Honeyfruit zu gönnen. Leona will rein. Die hat keine Ult, Ich muss aber recoilen. Oh, Kevin geht. Renekton von der Seite. Ich hab noch einen Stack auf Renekton. Der ist in der. Der ist gebubbelt, ne? Lauft einfach. Ich bin tot. Ja. Tim, du bist da. Okay. Ah, ich bin echt schon mitten. Okay. Oh. Nice. Nice. Komm ich, Tim. Also ich kann nur noch Ws bei mir. Ich bin raus aus dem Feld. Ja, die kommen raus. Ja, das war actually kein Inter, war actually insane, Tim. What the fuck? Okay, actually bin ich ein Smurfer und kein Inter. Ja, der kann mich hier da. Ja, renn. Ah, der hat nur 2 Minions, so gut. Wie hab ich den Fight überlebt? Ich will für Mitte Tower hier gehen, aber ihr seid rechtzeitig da. Ja, ich bin da. Ich bin auch Glitter. Drake in 1.30, Herald ist ab. Priorisieren wir? Ich würde sagen hier Drake, oder? Wir haben jetzt alle keine Sums mehr. Nehmen wir die Fights, das ist schon hart, ne? Ja, aber Dings hat jetzt auch keinen Clans mehr. Wir spielen die Fights mit Lydia Sleep, nur dass diesmal halt Clans up, Clans down ist. So, dann ist die instant dead. Ja. Also jeden Fight, den wir engagen, gewinnen wir ja Safe Core, weil wir dann halt immer mit einem der beiden Sleeps beginnen. Ja, oh. Careful, die können die collapsen, Botlane ist rausgepusht. Ja, ihr habt doch. Ja, return. Sorry. Ah, ich kann nicht noch eine Wave pushen. Nee. Dragon 40, ich würde gerne First Number Objective sein. Tim, kommst du zu uns rüber? Oder willst du Solo Herald spielen? Eigentlich, wir können gerade Herald nehmen, oder? Ich würde auch eher gerade Herald. Alle Mist gerade. Die sind halt richtig Midlane. Ja, Leona ist hier. Leona war im Break. Die haben keine Vision am Herald gerade. Ah, wobei, nee, lass mal runter. Der ist geslowt und in Bubble. Der ist in Bubble. Ult auch. Der kann halt TP'en, für mich wieder bad. Keine Yone-Ult. Denkt ihr jetzt da an TP-Wards, falls keine da sind? Aber wir haben keine Yone-Ult. Eigentlich ist es ein easy Fight, oder? Nee, wir haben auch keinen Lilia-Ult. Ist aber fein. Also Yone sollte in den Fight ja nicht reinkommen, oder? Ja, ja. Ich glaube, wir können den hier einfach starten. Einfach rauspullen. Okay. Ich bubble hier. Kann sein, dass die für dich da oben gehen, irgendwie. Ja, die sind irgendwie nicht beim Drake, Kevin. Okay. Oh doch, unter uns. Wir kiten nach oben raus, ne, nach da. Pass auf, halt wegen der Yone-Ult hier. Okay, nice. Nein, ja. Aber meint nicht nice. Ja, die war halt da drin. Okay. Hätte ich callen sollen. Kann mir jemand Cover abgeben? Die Pink Bot. Aber Botside Vision wollen wir gar nicht, ne? Aber ich Topside. Ich wollte nur die Pink Bots da weg haben. Ballon bitte für mich. Danke. Ich hab nur noch einen Pink Bot dabei. Mal hier? Der Ion kommt von unten. Ich hab die gebobbelt auch. Cleanse-Raum. Kann das für Ping wieder? Renekton. Ja, chill, danke. Benz ist wieder auf Cooldown, ja. Ja, ich nehme mal kurz Reset, ja? Warum? Wir haben Prior, ne? Sonia ist ready. Ja, aber dann müssen wir. Lass mal bitte die Wave noch zum Pushen. Ja, dann lass die Wave und dann kannst du. Mal erst nachdem wir eine Wave gepusht haben, resetten. Jetzt können wir Base gehen. Das sieht schön aus. Denkt an Double Pink, ne? Ist jetzt super wichtig, gerade in der Phase. Also wenn wir hier die Pink-Line behalten können, ne, die Seraphim hat jetzt wieder für 3 Minuten keinen Clans. Wir können es genauso spielen, wenn wir einen Catch kriegen, ist easy win. Und ich kann den Yone poken, so. Die rennen irgendwie alle relativ sinnlos auf und ab. Lass mir bitte einen Ballon, wenn es geht. Irgendwo muss Topline alleine. Sehr sehe ich ihn leider nur den Kennen bekommen. Ne, ich habe ihn nicht bekommen. Das ist ha, du Bastard! Lass mal mit Thomas spielen, oder? Ja, ja. Next Wave. Lass nicht stressen. Einer muss Topline eigentlich abholen. Ist zu spät jetzt.
also ich kann, wir müssen. Wir können auch Arm spielen mit der Comp, actually. Also wir können. Sollen natürlich trotzdem größer. Ich auf Kosten, glaube ich, von Farm und so. Ja, ja, klar, wir sollten die. Dass wir Wave da annehmen, ist ja immer klar. Ja, weil die überhaupt keine Vision hat, top, ne? Soll ich da jetzt kurz suchen? Ja, kurz suchen. Ja, kannst du machen. Aber da ist halt keine Wave, wenn du hinkommst, ne? Just saying. Schauen, ob wir. Ah, nein. Der macht gerade Blue, wir sind gerade unter 2 Mitte. Ich bin schnell bei euch. Ja, wir sind trotzdem unter 2. Ich bin die Nash sehen. Ohne ja. Bion ist jetzt top. Lass mal Vision hier ein bisschen holen. Hier oben sind auch noch was. Ja, noch Honeyfruits hier, ne? Aua. Oh, Katze! TP von hinten. Hier kommt ein TP. Ich komm zu dir, TP. Der Renekton dahinter. Nimm einfach die Frontline, wir kiten. Jone. Nimm den Renekton. Der Renekton ist 3. Ignited. Renekton ist down. Jone kann Flash. Oder? Ja. Hier ist weiter. Seraphine. Guck mal, Jone. Alter, diese Shields hier, das ist disgusting. Spielen wir noch? Sind nur noch hier beiden. Aua. Bist du spielen? Ah, ja, Seraphine ist absolut unbalanced. Es ist lächerlich. Holy shit. Das ist halt das, also Execution ist halt kein Item mehr. Das ist so worthless, Anti-Heal zu bauen. Holy shit. What the fuck? Also, ich hab, was ist passiert? Weil der Renekton ist nicht gestorben, weil Seraphine ja, wir hatten doch hier, warum engagen wir denn dann nicht auf die Targets, die wir da. Also ja, weil Sola wäre sonst. Hier war Leona, ja, hier war Renekton. Ich kann da nicht rein. Du warst doch hier mit uns dann. Nein, Sola war hier. Ich wurde hier Leona ultet. Können wir uns ja gleich im Replay nochmal angucken. Nee, der Fight war ja fein. Wenn die jeden der anderen 150 Champions aus Seraphine picken, gewinnen wir das Game. Ja. An der Stelle, leider. Ist doch vorstellbar. Aber ist auch egal. Ja. Ich war jetzt auch noch 500 Gold Shutdown, ne? Halt... Ich will jetzt gleich Collector. Oh, ich hätte so viel Collector können. Oh, shit. Aber der Prinzip, also in der Theorie ist es schon so, dass wenn Tim hat da reingeultet und wenn er reinultet, versuchen wir halt alle auf jeden Fall für die zu gehen, ne? Also ich werde dann immer reinjumpen. Das ist halt Choke Pit, Yone, Nidali nebeneinander, so. Ja, aber, ne? Einfach generell. Scheiß mal auf den Player, der gerade war. Wir können uns vielleicht gleich nochmal angucken, aber. Ja, geht einfach nur im nächsten Fall. Ich kann da Nidali? Hab ich. Die kommen zu euch, pass auf. Das sind Regen, was wird, ne? Ja, ich denke, sie könnten. Ja, aber lass trotzdem Midlane holen. Ja. Ich gucken, ob wir vielleicht mit. Wollen hier, maybe? Ich hab halt jetzt Collector Base, das ist schon nice. Back. Ja, dann mach. Aber kein Cleanse. Ich guck mal, ob ich noch eine Top Wave dafür krieg. Yes, what? Ich denke mal, die werden Midlane-Turm danach nehmen, das ist jetzt ein bisschen free. QSS. Ah. Gut rip. Ja, cool. Ja, wir haben immer noch die Catches, so. Das ist ja immer noch unsere Stärke. Wir können da ja immer noch. Ja, die haben jetzt auch Stopwatch. Auf. QSFs auf, ja. Ja. Double Mercs. Ja, Topzeit wieder bei uns überall im Jungle drin sein, ne? Ja, ich kann da auch keinen halten. Ich bin Level unter beiden ADCs. Ja, lass Crossmap spielen. Können wir ja oben catchen? Hier und hier, überall, ne? Ich glaube, die sind eher Mitte. Nee, das ist hier. Ich glaube, dass wir da oben gerade nicht viel gewinnen. Wir haben keinen TP. Ja, aber ich kann den nicht solo halten, deswegen. Ja, aber das, wir kriegen ja Botlane T2 dafür auch. Ja. Und wir stornen ja auch gut Zeit. Die wollen Mitte rein. Komm mal. Ich kann auch moven. Die hat 5 Leute gerade.
Versucht einfach das Cannon zu nehmen. Baron ist halt jetzt aus. Ist okay. Könnt ihr das halten? Ja, Baron ist ausgelaufen. Okay. Also die engagen, ja, die werden uns, die werden weitermachen, die wollen uns engagen. Aber was? Ich sleep da rein. Nur die Wave Clear, nur die Wave Clear. Ja, nur die Wave Clear. Ich will gerade einfach nur rein. Also wenn wir Midlane für Botlane in einem Train, wäre das super worth, glaube ich. Die werden jetzt recoilen. Wir sollten ein bisschen hinterherlaufen und recoilen. Ich kann den Blick nochmal interrupten gleich. Ah, ne, Moment. Ja. Pass auf, dass wir nicht zu deep laufen. Die können jetzt langsam Base. Ja, sonst echt schon was. Aber gut. Ja. Track. Ich hol einfach die Wave um. Gut. Ja, ich weiß nicht, Siegen können die halt gar nicht so easy, ne? Ja. So easy an den Tür dran steppen. 3 Minuten haben wir halt Soul Point, ne? Den brauchen wir auch nicht mehr. Das ist auch Ocean Soul, ne? Ich würde oben noch eine Wave nehmen wollen. Also wir brauchen auf jeden Fall, in Fights brauchen wir perfekten Target-Fokus, ne? Wenn wir unser Damage auch noch ein bisschen splitten, haben wir nicht genug Damage, um irgendwas zu killen gegen Seraphim. Ja, das Problem ist halt, dass die Targets, die interessant werden, halt einfach Items dagegen jetzt haben, ne? Das wird nicht so easy. Ich meine auch rein vom Damage her, also. Zum Beispiel, ich habe hier einen Jon, der 400 HP hatte, 3 Ult-Shots gegeben und der hatte danach mehr HP als vorher. Weil er halt einfach 600er Seraphim-Schilde gekriegt hat. Auch witzig. So, 1,30. Der Jon hat auch wieder Flash Hub. Hat Renekton TP? Guck mal hier, Nidalee. Ich hab mir Vision. Ich bin an Chickens gerade. Ja, pass, die Mitte Wave bei der. Also, über nichts Wave dürfen wir die Mitte Control, glaube ich, nicht mehr einfach so abgeben. Ja, dann muss Tim aber zu uns kommen, ne? Also, ohne Tim kriegen wir ja keine Kontrolle rein. Ist ja eh noch nicht. Ja, aber. Ja, ich meine, die nächste Wave würde ich sagen, die so, hier aus der Base kommt. Ja, eine Stopwatch. Ja, oh, den Double Stopwatch für den Fight. Jona wieder Bottom? So, das. Ich hab noch ein Item, ich komm dann. Ja, die Wave können wir definitiv an, aber nächste Wave. Yes. Setzen. Wie viele Wards haben wir noch auf Braum? Keiner, ne? 2 und 1. Ah, okay. Joa, ich hab beide Thumbs up. Das ist jetzt die Wave, die wir contesten wollten, ne? Ja. Ah, ich bin hinter. Ich bin halt wieder schon irgendwo in der Seite drin sein. Naja. Ja, komm mal. Ja, war ich leider nicht. Ja, lass mal jetzt reinbogen hier, lass mal reinbogen hier. Wir haben Mini genau nur noch. Hittet. Oh, eigentlich Chokepoint ist nicht bad für uns hier. Ja, wir müssen mal mit so rein, ne? Ja. Wir haben auf den Yoni. Hier die Seraphim ist in der Bubble. Komm, lass mal jetzt bitte rein in den River. Lass ihn mal bitte nicht mehr abgeben, die Kontür. Hier. Okay. Wir müssen den Drake jetzt starten und flippen, I guess. Die gehen rein. Ich krieg einen guten Stun. What the fuck? Hä? Meine Ulti ging nicht durch, ich heule. Was? Okay, actually. Okay. Die hat's geglänzt danach. GG. Ich glaub, das wäre egal gewesen, aber ich glaube, maybe. Digga, ich heile den Renekton einfach schon wieder. Es ist so stupid. Boah, ich hatte eine 5-Mann-Q. Und meine Ulti ging nicht durch. What the fuck? Ja, aber my bad, ich wusste nicht, dass das Bishop so bad ist. Jetzt kinda stupid. Hm. Weiß nicht, der Renekton kann sich einfach in mein Gesicht stellen und ich bin 4 gegen 4 quasi. Kann ihn nicht töten. Ja, spielen wir das jetzt aus? Wollen wir irgendwo trappen, maybe?
Ja, können wir probieren. Was glaubt denn, wo die hinwollen? Kein Objective ab. Ein bisschen Glück rennen die ja, halt auch. Oder soll das ja mal mit da runtergehen? Das wäre der beste Play ein bisschen. Können wir, hier hatten wir Vision geklärt, ne? Vielleicht können wir ja. Ah, hier ist noch ein Ding. Ja, meint. Jodes Bot. Wenn die 1-3-1 wollen, können wir vielleicht Mitte noch rein, ne? Also Kevin wird gerade mega nah. Ich würde hier mal. Lass mal Corona. Ja. Schmerzhaft. Maybe kriegen wir den oben den Renekken, wenn der pusht. Let's not talk about that. Ach ja. Erst recht oder was? Ja, das ist schon. Der GA, aber. Ich komme da nicht dran. Hey, die neue Animation ist einfach so unsichtbar. Ich mag den neuen GA auch gar nicht, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Aber es war auch bei Bluebuff und so am Anfang, fand ich. Der wird mich hier versuchen zu diven, vielleicht können wir das irgendwie baiten. Aber ich glaube, der kann uns auch einfach diven. Der hat QSS und. Ja. Der kann sich gegen mich gegenheilen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich auch. Ich sehe keinen AD Carry. Ja, auch nicht. Boah, was ist das für ein Sound gerade? Bei mir hebt gerade Bronze ein Schild, glaube ich. Boah, so ein richtig ekliges Summen. Richtig schönes Weihnachtsfeeling wieder. Was so hart pissen, Alter. Jetzt die Frage, hat der lange Lag oder nicht? Okay. Ready? Nice. Ja, die haben GA, Double Sonias, Nidalee hat sich auch nochmal extra mehr gegönnt. Ja, der Jon hat nur in Anführungszeichen QSS, ich glaube, der ist der einzige, den wir vielleicht irgendwie auch mal andersweise. Ja, wollen wir probieren auf den Jungen zu verletzen, maybe? Oh. Mal hier. Ah, natürlich. Nice Schild auf jeden Fall. Ja, ich komme mal für den Jungen hier. Ja, ich speed mich mal an. Ja, der wird dann nicht im Top. Der würde auch noch 3. Ja, lass mal rein, der Top, oder? Komm mal hoch. Jo. Ja, mega klar. Bin am Start. Boah. Wir haben einfach gar keinen Damage, das ist so simpel. Ja, chillig. Oh, der Raffin ist echt fucking interesting, Alter. Holy shit. Kurz pinkeln. Ich weiß, warum ich den Champion Permaban ein Solo Q. Diesen Elf, Alter. So nervig, was. Ich weiß. Also ich glaube, in Late Game für uns nicht mehr zu gewinnen. Ja. Also Jon hat mir gerade 3 Autotags gegeben und damit habe ich 600 True Damage über seinen E gekriegt. Chillig. Das Ding ist so, ich hatte eigentlich die ganze Zeit das Jungle Matchup in der Hand, so. Das war eigentlich übel free nach dem Cheese. Aber irgendwie konnte ich trotzdem die ganze Zeit nichts machen. Ja, wir müssen Seraphine, also ich glaube, wir müssen Seraphine bannen oder so. Ja, aber die, also natürlich ist Seraphine am Ende das, was so abfuckt, aber das Kernproblem unserer Comp ist ja, dass wir von Mitte im Bot reinspielen können und beim Midlane-Matchup unplayable ist und ich das nicht wusste. Und wenn das Midlane-Matchup, wenn ich da Prior habe, dann können wir diese Botlane-Plays spielen. Aber selbst wenn Tim Mitte gekommen ist und wir versucht haben, zu zweit rauszupushen, konnten wir ja nicht Botlane gehen, weil wir einfach 2v2 das nicht contesten konnten. Und ich glaube, wenn wir zu zweit durchpushen, dann können wir damit quasi Botlane kommen. Wir hatten ja eine Situation, wo wir es relativ random gemacht haben, quasi. Also ich glaube, ja. Ich glaube, dass ich das Midlane-Matchup so hart verloren habe, sorgt er dafür, dass eine Seraphim frei scannen kann. Wenn der Champ scannen kann, gibt es nichts, was es steckt. Ich glaube immer, es ist der best skalierende Champ im Game so. Aber ich glaube, normalerweise ist sie nicht so stark in der Phase und da muss man sie halt schaffen, aber ja. Okay, ich muss aber dazu sagen, ihr habt ein paar Waves zusammengespielt, wo du hast einen Haufen CS verloren, ne? Du bist ja, ultra. Das war als ich wollte halt die Waves zusammen durchpushen und da war der Call aber nicht klar und dann war Nidalee da und dann standen halt 3 Leute auf 12 CS. Und einmal dieser Botlane-Roam hat mir halt nochmal 2 Waves gekostet. Das war schon super bad. Ja. Also ich fand, euer Early Game war echt stark. Auch mit dem Rift Herald, wie ihr das da gespielt habt, das war sau nice. Und hier 10. oder 11. Minute wart ihr actually ziemlich far ahead, ne? Also in-game hätte sich das auch so anfühlen sollen, dass ihr danach... Ich glaube, das meiste Gold lag auf mir, ne? Und ich kann halt gegen deren Teamkorb auch nicht so viel machen. Ich wäre actually auch ein Shutdown wert. Also ich hatte weirderweise viel Gold, aber wenig XP. Ja... Ich gehe mal zu dem Drake-Fight, da müssen wir nämlich drüber sprechen.
Wir gehen nochmal zurück. Okay, wir haben hier TP von beiden Toplanern. Und Nah hat hier gleich Prio. Und ihr werdet hier sehen, wir haben ja hier eigentlich schönes Setup. So, hier war der Call, dass wir reingehen. Und jetzt kommt der TP von Renekton allerdings viel früher als von Nah. Aber der Call war, also, sorry, aber der Call an sich war von Kevin die ganze Zeit, fightet erst in 20 Sekunden, ich habe keinen Mega Nah. Das war eigentlich der Basic Call. Und dann haben wir gesagt, okay, wir delayen den Fight, aber dann hat Tim einen Catch gefunden auf, ich weiß nicht genau was. Ja, auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Und hier. Der sah halt juicy aus, so, ne? Und das war so ein bisschen. War ja auch juicy. Also ich glaube, wenn... Ja, der hat ja Cleanse, weißt du? Ja, ich glaube, wenn ihr für das Cleanse spielt und delayed, bis der Nah ready ist, dann wäre es fein, aber ansonsten wartet ihr einfach für den Nah. War ja nicht das Problem, ich hatte natürlich kein Wort. Du bist nicht gemutet. Auf Discord. Ja. Achso. Also ich hatte legit nicht gesagt, oder? Ja, also wir haben ja ein Problem, die haben ja vorher hier Vision geklaut, ne? Und das einzige Wort, was sie haben, ist hier oben bei dem Pink. Das heißt eigentlich, es ist keine gute Position zu fighten hier. Wir haben auch keine Wave, ja? Hier ist nichts zum TP. Also das heißt hier, das ist auf jeden Fall ein falsches Play, dass der Baum hier vorne steht und seine Ult drückt. Mhm. Also was gut gewesen wäre, wäre actually, ihr kriegt einen Pick, danach versucht ihr rauszulaufen. Und danach könnt ihr um das Pink spielen oder so, hier auf Topside. Und wenn die Clans gezogen haben, können die sowieso nicht mehr fighten. Das hier ist so mehr Flip. Und dann kriegt ihr auch den Drake, weil die können den Drake nicht contesten. Ihr habt ja Full Control hier. Seht ihr das? Ihr habt komplette Vision Advantage, ne? Mhm. Okay. Wir gehen mal weiter. Da war ein Drake Call danach. So, jetzt wäre interessant, könnt ihr den Drake hier fighten? Was denkt ihr? Ja, da hat kein TP. Das war das, wo wir Renekton nicht gesehen haben. Ne? Naja, Renekton haben wir nicht gesehen. Das kann ja viel. Der war Topside. Der ist hier Base. Wir haben ihn nicht gesehen. Am Anfang haben wir ihn nicht gesehen. Dann meinte Sola, wir wissen nicht, wo Renekton ist. Und dann, dann haben wir uns entschieden, ja gut, dann fighten wir nicht. Und dann kam der hoch erst. Aber da waren wir schon quasi wieder raus. Ja, ich gehe nochmal zurück. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr, wenn ihr hier nicht in Position seid, dann müsst ihr dafür sorgen, dass die Gegner irgendwie mit Pro verlieren. Weil sonst kriegt ihr niemals Control, so wie hier. So welche Sachen dürfen niemals passieren vor einem Drake oder während einem Drake. Ja, das war schon der zweite Teil des Fights, ne? Ich habe da ein bisschen Map-Awareness verloren, weil irgendwie jeder... Also wir haben hier schon einmal quasi gefightet. Okay. Und dann war ich ein bisschen lost, aber das ist obviously my bad. Ja, ich gehe einfach nochmal zurück. Oder, ich weiß nicht, davor war irgendwie hier so ein Fight oder irgendwie sowas, aber da will ich gar nicht drüber gehen. Ich will eigentlich nur über die Situation gehen von hier, nach dieser Midwave. Weil ihr habt jetzt konstant Top-Prio und ihr könntet eigentlich, wenn ihr es richtig spielt, zuerst am Drake sein. Also wichtig ist mal, dass der Braum die ganze Zeit hier in dem Busch mit drin steht und ihr versucht halt die Vision zu halten, die ihr habt. Und du ziehst deine Zoe jedes Mal mit in den River, wenn du Lilia callst. Also es würde dann so aussehen, dass du hier auf jeden Fall nicht engaged wirst und auch keinen Nidalee Spear hittest und Braum steht die ganze Zeit in dem Busch hier. Und wartet darauf, dass Lilia hier mit dazukommt. Und dann spielt ihr jede Wave einzeln. Bis Jhin auch in der Mitte ist. Und jetzt danach, pass auf. Ihr seid jetzt in dem Choke hier und ihr wollt poken. Warum seid ihr nicht auf der Midwave? Ja. Problem ist halt, dass also wir müssen halt, glaube ich, immer zwei Leute in die Mitte schicken, weil Yone halt jeden, der die Midwave annehmen will, 1v1 kann. Ja, also wenn du jetzt Mitte wärst und Yone ist hier, dann könnt ihr das spielen. Weil der kann nicht so weit nach vorne laufen. Ich glaube, das war auch generell, also das Game war quasi der Turn vom Game davor, weil ich halt insane weak war, so zumindest von Feeling, ich war gar nicht so weak, ich glaube, ich bin 300 Gold behind. Und du warst strong und du hast gecallt quasi, wenn ich komme, haben wir eine Item Advantage, bist aber quasi Botlane gepairt, was das ja auch normal ist. Aber ich habe in dem Moment 1200 Gold auf der Bank. Aber der Yone ja auch, ne, der 2k in der Bank, das meine ich ja. Ja, ich kann dich trotzdem nicht, aber ich glaube, wenn du strong bist und sagst, ey, ich habe jetzt eine Item Advantage, dann lauf lieber über Midlane, weißt du? Also Jhin muss hier auf jeden Fall Mitte sein und dann könnt ihr das spielen und dann ist alles fein. Ja. Also wenn du dich stark fühlst, komm immer über Midlane. Und wenn du dich weak fühlst, dann kannst du von mir aus auf Botlane gehen und da die Wave catchen. Dann. Aber da werde ich halt... Und mein Flash war Omega Astro-Bad. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ihr einfach das Lane-Assignment changed, ich meine, ist ja klar, dass du gegen Yone suckst, oder? Warum sendet ihr denn dann nicht einfach ab dem Zeitpunkt jetzt Zoe gegen Seraphine, du bist fein, oder nicht? Aber das haben wir auch gecallt und gemacht. Also ich habe gecallt, ich kann die Lane nicht bespielen, ich will Botlane gehen. Jede Minute, die ich gegen Yone bin, ich scheiße.
Okay. Und dann hat ihr, dann war der denke, Call, wir spielen 4-1. Ich denke, ihr könnt das früher callen. Ja, vor dem Director. Und dann seid ihr wirklich fein. Und ihr verliert den, ihr Outer tötet nicht. Und danach dann, ihr macht das so, wie ihr es hier gemacht habt. Also, du kannst gerne nach oben shiften, wenn ihr für den Rifttail spielen wollt und so, ne? Jetzt kommen wir zu der nächsten Situation. Ich meine, sah ziemlich juicy aus, der Midfight, wo du da geflasht hast auf die... Ich glaube, war das auf die Seraphine oder so? Ich glaube schon, ne? Ihr habt aber perfekte Vision für den Rift-Held. Glaubt ihr, das ist nötig? Für den Teamfight hier zu gehen? Anstatt für den Rift-Held? Hm, ja, ist wahrscheinlich besser für den Rift-Held zu gehen, wenn die dann contesten wollen, für den Fight zu gehen, ne? Ja, wir hatten halt gerade Mega genau, ne? Wenn wir dann Rift Herald machen, ist wieder der Fakt, dass wir keinen Mega genau haben. Ich dachte, Legend, wir töten die schneller. Ja, ich muss ja dazu sagen, ich fand. Da kannst du draufbleiben. Ich fand den Fight, der war zu even. Also ich glaube, wir wollen lieber hier in so Chokes reinspielen oder in so welchen Angles hier. Also im River und nicht irgendwie auf der Midlane. Weil es da schwer ist, für nah welche gegen eine Wand zu werfen. Oder? Aber findest du, aber eigentlich sind doch alle Champions von denen im besseren Choke als unsere. Bis auf Nah. Wir haben Lilia. Also Zoe Nah. Jin ist doch Dogshit in Chokes gegen den Comp. Ja, wir wollen nicht hier drin spielen. Also wenn die zu einem Objective laufen, dann mache ich schon extrem viel mit den Barbaren, wenn wir Vision Setup haben. Also das ist schon richtig. Ja. Holy shit. Aber das ist schon irgendwie am Limit gespielt von Tim hier. Also. Zitat von ihm, ich bin am Inten. Und dann, ja. Warte mal. Also für mich hat da der Baron-Fight war halt so. Ab dann okay. Hat sich das Game unspielbar angefühlt. So. Und da war halt der Moment, wo ich einfach nur dachte, was ist Seraphine für ein Champion? Ich glaube, das ist auch der most important Situation of the Game. Aber bei 19:30 habe ich nochmal eine andere Sache. Wir sind actually goldmäßig ahead. Holy fuck, ey. Achtet mal. Warte, war das ab 19:30 oder so? Ich glaube hier. Ja. Wenn du über Side spielst, fang an, die Prio hier zu nehmen und Richtung Mitte zu gehen, weil wenn die Gegner hier smart sind, dann laufen die einfach in die Mitte, pushen Mitte und kriegen T1. Die sollten hier nicht versuchen, den Drake zu stehlen oder so, das ist ziemlich in von denen. Die sollten hier den Drake geben, Mitte pushen und dann Richtung Topside gehen und dich rauschoken oder so. Und wieder ein Kollapsen oder was? Wie? Na, was soll ich denn Mitte machen? Du hältst was die Mitte-Wave. Aber kann ich ja nicht, wenn die smart sind. Wieso nicht? Du bist nah. Was meinst du? Ja, und die sind 4 Leute. Ja, ich bezweifle, dass die auf dich drauf ulten und... Nee, aber die kriegen ja trotzdem einen Turret. Ich kann ja den Turret nicht deffen, alleine. Gut, wenigstens habt ihr danach noch einen Play. Also ich bezweifle, dass ihr dann hier 4 Leute braucht, sondern dann kommen 2 rüber und sorgen dafür, dass ihr den Turret nicht verliert. Wenn sie smart sind. Ja, wenn sie smart sind. Gut, ist hier nicht passiert, ist auch whatever, ne? Wir können weiter gucken. Ich glaube, danach kommt der Baron-Play. Hier kommt das jetzt mit der Problematik so. Ihr habt schon länger ein paar Waves geshared. Und jetzt ist die Zoe einfach. Ja, 3 Level behind oder 2 Level behind oder so. Aber hier, ja. Dass die Wave hier oben in den Turret reingeht. Der war super bad. No-Go. Das ist die ich gecallt habe. Ja, das war. Genau. Also vor allen Dingen, weil hier, guckt ihr es an, die haben hier ein Reset, ne? Hier ist keiner Topside. Ich hätte. Die Wave muss ich nehmen. Da gibt es kein Battle da, aber das war einfach my bad. So, jetzt gleich der Baron und das ist das... Hier, können wir... Wir gehen mal zurück. Wir gehen mal zurück, sorry. Wir gehen Step by Step, ja. Dieses Game war der Johnny, den ich kannte. Low Farm, Only Fights. Ja, das war einfach unplayable Matchup. Ich wusste nicht, dass das so bad ist. Okay, aber wir müssen uns mal über Setup unterhalten, ne? Die Gegner haben hier noch immer Vision auf Topside, was die davor prepared haben, ne? Die haben ja hier einen TP-Ward dahinter. Ich glaube, wichtig ist nur, dass ihr hier nicht splittet. Guck mal auf die Position von Lilia und von Zoe. Ihr geht Richtung... Hier oben. Ja, wir callen wir halt den Sleep. Da hat er ja recht, Sola. Ja, du kannst ja sicher. Ja, das ist ja richtig. Ich wollte ja nur, ich habe ja nur aus meiner Sicht gesagt, was mir passiert ist. Ja. Okay. Aber meine Sicht war halt eine andere. Also ich habe ja nicht quasi auf den Catch geachtet, sozusagen. Also auf meinem Monitor habe ich ja nicht gesehen. Ja, aber wo wolltest du überhaupt hin? Also. Ja, wollte disengagen, ist doch scheißegal. Aber ich glaube, so eine Comp macht halt nur Sinn, wenn wir halt auf den Sleep von Tim. Halt kollapsen, ne? Ja, finde ich nicht unwichtig, also schon sehr wichtig. Ja, aber in welche Richtung? Das ist wichtig, weil das verliert den Teamfight. Das verliert den Fight hier. Also ihr müsst euch im Klaren sein, entweder ihr beiden, ihr seid hier unten und ihr kitet zurück zur Lane, oder Sola, du bist hier oben und ihr kitet nach oben. Ja. Also eins von den beiden, aber nicht beides. Geht nicht. Ich will mal kurz gucken, wie es aus meiner Perspektive aussieht. Aber ich habe halt den Catch gar nicht auf meinem Monitor gehabt und deswegen auch nicht rechtzeitig reagieren können, dass ich da links laufen muss. Ja, das war, also Tim hat er gesagt, ich habe wieder der Ult, ich sleep.
Und ich glaube, da war es schon zu spät. So. Ich glaub, nein. Hier ist es auch. Ja. Nee, geh mal, du standst genau rechts. Neben du standst genau rechts, als ich die... Als nochmal weiter also, ja, ich will, ich, ja. Will, ich guck einmal kurz immer eigene Replay mit. Ja, aber es ist ja auch callmäßig. Du musst es ja nicht mal sehen. Hier, Pause. Du musst es ja nicht mal sehen. Ja. Und hier könnt ihr eigentlich alle zusammen nach oben laufen. Ihr seid noch relativ fein. Ich mute mich kurz im Test. Ja, aber ich würde sogar für den Kollaps gehen, ne? Also der kann ja tippen, wie er will, wenn davor Nidalee und Jone sterben oder einer von beiden. Also guck mal, ich zeig mal kurz. Also ich habe ungefähr eine halbe Sekunde ist zwischen, also ungefähr eine halbe Sekunde ist zwischen Tim sagt, ich habe einen Catch und ich kriege eine Leona ins Gesicht. Also es ist wirklich, das ist halt eine Millisekunde Zeit gewesen so. Aber hätte ich mit euch links bleiben sollen, das ist richtig. Ging ja nicht darum, die Sache ging halt, wo wolltest du denn hin? Also das da, eher der Gedanke ist eher der. Ja, ich habe bei OTP gesehen und mein erster Reflex war halt nach rechts zu laufen. So ist halt, das ist ja, darüber denke ich ja nicht nach in dem Moment. So, das ist ja kein Moment, wo man denkt. Nein. Okay, aber eigentlich schon. Wisst ihr, was hier fehlt? Hier fehlt, ja, dass jemand... Das ist halt Reaction, so. Da ist halt, nee. Das ist halt Intuition. Nee, hier fehlt, dass jemand callt, wo ihr hinkitet. Also wenn ihr hier einen Teamfight habt oder so, dann müsste ADC oder einer hier halt callen, dass ihr Topside kitet oder so. Und dann seid ihr fein. Wenn die Zoe hier nicht stirbt und der Jhin auch spielen kann, dann könntet ihr slowly front-to-back gewinnen. Weil nur so könnt ihr gewinnen. Front-to-back. Aber wenn ihr splittet, dann gewinnen die. Aber hier gewinnen wir ja durch Collapse, ne? Ja, nee, war mal also. Nicht mehr durch. Damit spielen ist komplett richtig. Aber es hat trotzdem sehr wenig Zeit gewesen. Aber da muss ich einfach mitmachen. Muss ich bei euch bleiben einfach. Ja. Ich bin mir auch. Holy shit. Actually, ihr habt hier zwei Kills, ne? Ja, das meine also, ich. Ist ja, also, okay, ja. Ja, okay. Okay. Aber ist, ja, passiert. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Ich glaube, das ist es auch, weil danach fühlt sich das Game hart lost an, wenn Seraphine drei Teams hat. Ja, die Schilde sind so disgusting. Ja. Ja, geil. Ja, Jon hat doch noch meinen Shutdown bekommen. Also der die war Meter ist wirklich insane. Raid-Boss. Mach echt Spaß. Mach echt Spaß. Gut, was können wir von heute mitnehmen? Von dem gesamten Scrimlock? Ist mein Lieblingswort. Geil. Okay, nice. Dann, deine Lilia sieht auf jeden Fall Pock aus. Die sollten wir vielleicht öfter spielen. Und Johnny's Zoe sieht ziemlich ready aus. Aber ich muss sagen, der zweite Bann wird jetzt Jone sein. Weil dass der ich dachte, die Interaktion ist so quasi, dass der Eid und der kommt halt raus, gebabbelt und ich habe nur ein kleines Zeitfenster, das zu spielen, aber die Bubble fucking disappeared. Ja. Das heißt, der wird gar nicht gesleept, hat sich nicht rewardend angefühlt. Chillig. Ja, also muss ich auf jeden Fall bannen. Wusste wirklich gar nicht. Es war auch wirklich komplett, also bei Minute 4 dachte ich mir so, vielleicht machen wir ein Remake. Weil das wird so sein, dass ich 100 CS Flame Horizon werde und 4 Level behind bin. Und 20 Minuten später stand ich da, 4 Level behind und Flame Horizon. Aber das ist ja auch kein Moment, wo man denkt, ne? Ja, also scheinbar, also ich weiß nicht, wie schlimm das Diana-Matchup ist. Ich denke mir doch nicht, da kommt jetzt ein TP, laufe ich jetzt nach links oder nach rechts? Ja, aber in der Theorie war ja, also bei Drake, falls zum Beispiel. Soll doch sein, du bleibst bei einem Team. Nein, ist doch, also ich glaube, im Prinzip ist das, was wir lernen können, ist ja zum Beispiel bei Drake, haben wir es ja zweimal gesagt, wir kiten nach oben. So, dann müssen wir es halt auch da machen. Und auf Waves, also mehr auf Waves achten. Also auch auf jeden Fall. Ja, das war. Nicht so als squishy AD Carry. Ich laufe alleine weg nach rechts. Ja, nee. Ja, natürlich. Okay, hängt euch. Ich sollte beim Team bleiben, aber es ist ja trotzdem eine Intuitionsentscheidung nach rechts zu move. Das hängt euch ja nicht aktiv nach. Hängt euch mal nicht zu krass an diesem einen Play auf. Nee. Ich glaube, es ist viel wichtiger, was Tim gerade gesagt hat. Ihr müsst mehr die Waves sehen. Ja, ist richtig. Okay, cool. Aber ich fand, also der Unterschied, ich weiß nicht, ob das, also es ist natürlich nur meine Sicht, aber der Unterschied zum Beispiel zwischen diesen Silas und den Zoe-Matchup, ne? Also in Silas war ich ja gegen Lucian, was auch Losing Lane ist, aber wir konnten es viel, viel besser verkraften und ich konnte viel, viel besser im Game bleiben. Auch wenn wir haben das Game halt anders verloren, dann, ne? Mit durch Game 1 war ja, hatte ja andere Gründe, dass wir verloren haben. Das heißt, das ist quasi so ein Losing Matchup, wo wenn wir einfach scannen, wir am Ende ja trotzdem quasi gewinnen und so. Und das Zoe Jone Matchup war jetzt halt unfassbar hart, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass wenn Tim auf meine Lane kommt, es besser wird, sondern einfach, dass ich noch weniger XP kriege. Und ich glaube, das ist so, also so ein Unplayable Matchup, dass ich nicht wusste, wie man es löst. Außer halt früher zur Botlane zu swappen und die Botlane Mitte zu schicken. Aber ich hab ja auch gecallt, ey, lass bitte so früh es geht die Lane auflösen, aber was will man machen? Man kann ja nicht bei Level 4 runtergehen. Also, ja. Halt, das war echt fucking, ja, wusste ich nicht. Es ist dann ziemlich my bad im Draft, das nicht Tim, zu wissen. Kannst du mir erklären, was du da machst? Nee. Ich hör Johnny zu. Okay. Ja, cool, aber dann, das ist auf jeden Fall
Ich muss dazu sagen, in dem zweiten Game, wo ihr den Shift gemacht habt auf Topside, bin ich stolz geworden auf euch. Also habt ihr gut gemacht. Und ansonsten müsst ihr einfach nur öfter scrimmen und dann wird es besser. Ja. Ich fand's heute aber auch echt cool. Also ja, so vom Gesamt her auch. Ich hab auch Spaß gemacht. Endlich wieder League, ey, spielen. Nicht die scheiß Solo-Queue. Nicht Solo-Queue. Apropos, hat irgendwer Bock? Ich mach jetzt meine Master-Promo noch zu Ende. Ja. So, ich würde jetzt erstmal was essen, aber so in zwei Stündchen bin ich wieder da. Also ich würde noch zwei Games machen, wenn du willst, kannst du machen. Da können wir gerne machen. ADC und McLean ist ganz gut. Leute, ich bedanke mich für die Scrims, war geil, ja, ist ne? Gut. Yo, danke dir, Chris. Yo, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ey, danke dir, Chris, wirklich, war heute echt schön. Ja. Ich fand auch, dass das Shiften ist halt viel leichter umzusetzen als dieses, wir stacken Waves und diven damit. Das ist dann doch ein bisschen schwieriger gewesen. Aber das fand ich sehr cool. Hat viel mit Disziplin zu tun, Johnny, ne? Ja, du Disziplin und denken und vorausschauend und da denkt man ja nicht, ne? Ja, Disziplin nicht, und Spin ja, funktioniert nicht im selben Satz, ne? Da das denkt man ja nicht. Freunde, ich hab Hunger, danke schön. Ne? Morgen, ja, ist morgen 15:30, ne? Ist Start Scrim? Ja. Aber ja. Ist ja nicht dabei. Also ich kann, so, ich kann auch nicht früher als das, ne? Bei Premier League. Okay, Leute, schönen Abend, ne? Ich wünsche euch was. Tschüss.